So. Komm zurück. Bank. Das war genug Aufregung für heute. Ich muss wohl einen Bericht über die Sache schreiben. Ja, aber können wir erstmal reden? Ich glaube, ich stelle ein paar Wachen ein. Geldautomat stehlen. Nee, wir wollen noch. Hä? Wieso zeigt der Wegpunkt jetzt nach draußen wieder? Ach so. War Solomon Cole wirklich so krass? Manche tun so, als hätte er das ganze Freestar Collective eigenhändig aufgebaut. Wie sieht es eigentlich mit dem Gewicht aus? 128 von 145. Ja. Vorne gab es noch so ein Waffending, ne? Also so ein Händler. Wieder alles normal. Meistens. Fühlt sich ohne den Schlauch aber schon noch ein bisschen seltsam an. Aber es würde mich nicht davon abhalten, wieder da rauszugehen. Du brauchst noch etwas Zeit, Helga. Sagst du dem Marshall vermutlich nicht, dass ich zurück in den Dienst kann? Noch nicht. Es kann immer noch Rückschläge geben. Und falls das passiert, muss ich da sein. Na gut, aber du solltest wissen, dass ich hier bald die Wände hochgehe. Hab einfach Geduld. Bald bist du soweit. Hey, hast hallo. Du die Ash da vor den Mauern gesehen? Die halten mich im Geschäft, wenn du verstehst. Ja, ich verstehe. Verstehe voll und ganz. So. Hey, wir wollen nicht stehlen. Ich will hier am Durchsuchen. Ich habe ja eh keinen Platz. Da rein und wollen den Laden rein. Spürt richtig. Das ist sogar für dich. Mach Schaubar bloß keinen Ärger, klar? Der Bürgermeister ist schon okay, aber er hat oft eine rosa Brille auf. Kannst du laut schuppen, sagen? Dann feiern. Das sollte das Freestar-Motto sein. Du liegst da ganz gut. Also, Wahnsinn. So hinsetzen. Halt mit dir reden. Jetzt geht die wieder weg. Hallo? Wolltest du zu mir? Nö. Ich hab heldenhaft die Geiselnahme in der Bank beendet. Wirklich? Ja. Du hast den Marshall wohl ganz schön beeindruckt. Na, aber hallo, ne? Er will dich wahrscheinlich rekrutieren. Also erzähle ich dir mal ein bisschen, wer wir sind. Die Freestar Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestar Collective und seiner Bürger. Wir jagen beispielsweise Flüchtige, zerschlagen Schmugglerringe, untersuchen Schiffsdiebstähle, bringen Möchtegern-Bankräuber hinter Gitter. Wir tun alles, was nötig ist, um die Leute zu beschützen. Das, ist bewundernswert, aber es klingt natürlich auch so, als wenn es gefährlich wird. Alle wirklich wichtigen Dinge ist es nicht immer einfach. Aber wir machen das Freestar Collective ein kleines bisschen sicherer für alle. Daran glaube ich fest. Du hast sicher viele Fragen. Ich beantworte sie gerne. Okay. Ein wenig zu mir. Ich stelle sicher, dass jeder, der Freestar Ranger werden will, der Aufgabe auch gewachsen ist. Der Marshall hätte dich aber nicht hergeschickt, wenn er kein Potenzial in dir gesehen hätte. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, den Freestar Rangern beizutreten? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Will ich da mitmachen? Ich hab Marshall den Hintern gerettet, gibt mir doch einfach seinen Job. Kann ich mich wehren? Muss ich vom Laus oder so? Naja, okay. Ich denke, das passt zu dir. Die Ranger können viel Gutes bewirken. Bevor ich dir eine Marke gebe, muss ich mich von deinem Können überzeugen. Du hast zwar schon bei der Geiselnahme geholfen, aber vielleicht war das einfach Glück. Weißt du was? Such dir einfach am Missionsterminal irgendeinen Auftrag aus.
Wenn du lebend zurückkommst, irgendeinen Auftrag. Okay. Dann solltest du mal aufbrechen. Ja, mach ich. Wo ist das Terminal? Ah. Helga sagt, ich verbringe zu viel Zeit. Belohnung. Rette die Geisel. Töte Verbrechensanführer auf dem Planeten. Gesetzlosen Captain auf dem Planeten. Crimson Fleet. Rette die Geisel. Ich glaube, wir machen das hier. Ja. Mission aktiv schalten. Im Terminal. Das stimmt vermutlich. Du kannst bestimmen, welche Quest in deinem HUD angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest verfolgt werden. Wähle die Quest aus. Okay. Alles töte. Pflicht ruft. Den hier. Den will ich angezeigt haben. Schön, dich zu sehen. Na, wir gehen wieder. Okay. Stehlen. Und aber immer ein 12 gesunden. Na, egal. Dann geht's es da gibt lang. Viele Bars in der Stadt. Alle richtig. Im Turm ist die Ranger-Zentrale und eine gute Bar. Jo. Wir müssen aber jetzt gehen. Was ist das hier? Gesetzlose, Ashtar, die Banditen. Wenn du eine Waffe suchst, die kriegst du bei mir. Aber wenn du Ärger machst, melde ich dich. Ja, ich glaube, du bist okay. Hier, bitte. Munition. Wir brauchen eigentlich. Ich weiß nicht, welches Kaliber das ist, ne? Das ist. Schwierig. Höhenlos. Waffen. Maelstrom. Die haben wir ja. Was hat die für 6,5 mm? Okay. Munition. MI-Array. CT. Ja. Steht nur 6,5 mm. Haben wir noch irgendwas 6,5? Nee, ne? Ja, dann nehmen wir die hier. Menge zum Kaufen. 7400. Ein bisschen viel. Oder? Was schon. Oh. Okay. Schauen wir mal. Waffen. Sturm. Okay, das passt auf jeden Fall. So, wieder wegstecken. Shepherds, was ist denn da drin? Jeder muss einkaufen. Was ja eigentlich gut ist. Anzugwerkbank, okay. Vielleicht probiere ich mal den Gute-Nacht-Tee. Aber da ist sicher Koffein drin.
Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptik-Pisser triffst. Ja, ja. Die führen sich wie die Könige der besiedelten Systeme. Wo war denn jetzt das Handelsding? Vorne, ne? Ja. Waffen. Die ist modifiziert, die können wir alle verkaufen. Bestätigen. So. Und die hier. Da haben wir ja schon die Basser rausgesucht, ne? Ja, verkaufen wir die noch. Den Cutter, den können wir auf jeden Fall noch gebrauchen, wenn wir Gesteine abbauen wollen und so. Also den zu verkaufen macht eigentlich keinen Sinn. Gut. Hallo. Hallo. Herrchen, wir sind wieder da. Muss toll sein, dich sehen zu können, wann immer du willst. Dein Haus ist bestimmt ein wahres Spiegelkabinett. Welches Spiegelkabinett? Der Typ, ey. Papa, hast du mal Aurora genommen? Tja. Schon lange nicht mehr, Liebes. Seit deiner Geburt nicht. Und? Wie war's? Furchtbar. Es war furchtbar. Halt dich von dem Zeug fern. Glaub mir, Cora. Das ist schlimm. Okay. Aurora ist wahrscheinlich irgendwie so eine Droge oder so bei dir, ne? Keine Ahnung. So, wir heben ab. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Raketen brauchen wir auch nicht. Antriebe, Schwerkraft, dann kommen wir hier, Graf. So, okay. Wo ist der Punkt? Da drüben. Ich hab mir gedacht, dass das so bei dem Spiel eher so ist à la Freelancer, dass man da selber hinfliegen kann, hey, und so, aber das dauert Charlie ja 3. Ewig. Das bist du. Charlie 3. Hi. Nett, dich kennenzulernen. Hi, Charlie 3. Das ist meine gute Tat für heute. Mach einen Bogen ums Altair-System. Einen großen. Okay. Wieso? Ich kenne so viele Leute und ich habe aufgegeben, mir ihren Namen merken zu wollen. Du bist also der dritte Charlie, mit dem ich heute rede. Freut mich. Oh, ich weiß, mein Namensgedächtnis. Es ist einfach grauenhaft. Tut mir leid. Ich mache also meine Runde. Vorratslieferungen und so. Und die führt mich ins Altair-System. Und, Junge, Junge, dort wimmelt es nur so von Spacern und ständig dieser Notruf. Dort geht's ganz schön ab und wir, die wir dort nicht unbedingt hin müssen, wir bleiben brav zu Hause, da, wo wir sind. Stimmt's? Okay. Worum geht es denn, den Notruf? Der klang schlimm. Echt schlimm. Aber ich hatte eigene Probleme. Musste schnell abhauen, bevor die Spacer meinen Grafantrieb zerstören konnten. Tut mir leid, aber diese ganzen Weltraumkämpfe sind nichts für mich.
Ich habe den Grafantrieb angeworfen und mich vom Acker gemacht. Aber ja, Glück. Tschüss, Charlie 3. Du bist der beste Charlie 3 in dieser Woche. Okay. Wir gehen trotzdem dran. Oh, hier ist wieder so ein Bohrsymbol. Ich glaube, da kann man was abbauen. Ja, ich habe ja bei dem Spiel so ein bisschen gedacht, dass es so mehr Freelancer-mäßig ist, dass man da schön hin und her fliegen kann. Aber leider nicht so. Überall halt Cutscenes und ja. Aber es geht, es geht. So, wir können diesmal direkt rausgehen. Ein Lebenszeichen. Nur ein toter Felsen. Hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Verlassene Mine. Das kann man hier aber nicht abbauen, ne? Warte mal, haben wir einen Sniper oder so? Nee, ne? Das war die Flinte. Das hier vielleicht. Tieffernrohr, taktische Batterie voll automatisch. Gucken.
Scheiße, das tut doch weh. Okay. Nehmen wir die Grendel. Schon, zeig dich mal richtig, Junge. Okay. Schon, zeig dich. Herrlich, ganz wie früher. So, wir haben einen neuen Punkt. Ballistik. Forschung. Technologie. Bräuchten eigentlich Rang 1 von 4. Erhöht Kapazität nochmal um 25 Kilo. Kampf, Ballistik. Nahkampf, Laser.
Punkt haben wir noch. Boost-Pack, oder? So, okay. Praktisch. Bloß nichts vergeuden. Schuss modifiziert. Gewehr legendär. Waffen. Wir haben ja die hier, die ist im Vergleich besser. Machen wir die hier hin. Die kann man aber verkaufen. Alien Sandwich und er hat einen Cutter dabei, das bringt uns nicht viel. Generiert 2 Gesundheit. Käse Trauben, nehmen wir auch mit. Hier hinten waren da noch welche. Jo. Mit. Die Equinox, die können wir eigentlich liegen lassen. Obwohl, Wert 2400, ne? Ja, haben wir noch. Ah, schauen wir ein bisschen was frei, okay. Dann nehmen wir die Equinox mit. Hier haben wir noch eine Grendel. Er hat Credit. Wie sieht's aus? Okay, haben noch ein bisschen Platz. Okay, okay. Hinten liegen noch welche, ich hab's gar nicht gesehen. Eisen. Naja, das brauchen wir eigentlich nicht. Schrotflinte und den Coachman. Ach komm, wir nehmen das Eisen mit. Was soll's? Okay. Dann müsste das. Hier liegt noch einer. Chlor da dabei. Okay. Das müsste es gewesen sein. Ja, ich weiß noch nicht ganz mit den Materialien, weil hier kann man ja auch Sachen aufheben, Stift und so eine Sachen. Credits, sehr gut. Stifte und Schalter. Okay. Machen wir das Ding auf und zu. Guckt man die dann vielleicht noch. Guck, hier zum Beispiel. Schwerer Teilchenzünder. Kann man eigentlich mitnehmen. Ist 0. Wasser 0. Ja, Fernglas, Kaffeetasse. Kann man das dann noch alles. Leiterplatte. Kann man das alles zerlegen, so wie bei Fallout?
Das habe ich noch so ganz rausgefunden. Jetzt ist die Frage, bleibt der da draußen oder kommt der dann auch rein? Okay. Kolonie war Veterans. Oxygen-Tank. Okay. Ja, ich glaube, hier machen wir dann weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.